Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Bionicle. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So, ganz frech. Hast du was getrunken? Kennt man. Plups. Es wäre schon praktisch, seine Gliedmaßen einfach mal so zack raus damit und fertig, ne? Aber geht nicht. So, wir kämpfen jetzt gegen Hakans. Hakans Vulkan. Und darauf freue ich mich, darauf habe ich Bock. Ist es das? Das ist es. Hakans Grube. Oh, da ist er auch schon. Hakan. Nur er? Schauen wir mal, was wir so machen können, ne? Die Maske brauche ich. So, unser Laserboy auf jeden Fall mit Abstand. Momentan zumindest mit Abstand den besten Moveset hier. Erstmal hochjagen hier, man kennt's, ne? Bombenstimmung verbreiten. Quickscope! Ja, treffen wir dich auch ein bisschen mit, ne? Ja, du bist getan, Greenscreen-mäßig. Ich weiß, mit Rot geht's aber auch. Redscreen, so ein Ding ist das. So, dann hier hinten einmal. Und Puffity Peng. So, dann verwenden wir gleich mal ein Hero-Modus. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis der dann hier endgültig mit uns kämpft. Ich mag ihn. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch selber dumm, deswegen mag ich ihn. Who knows? Ich mag ihn trotzdem. Darf ich ihn nicht mögen? Time Machine. Das war's? Retalk? Achso, okay, jetzt hat. Ich wollte gerade sagen, ey, das wäre jetzt frech gewesen. Bastel. Zack, zack. Ein Behälterchen. Selbstverständlich mitnehmen. Jetzt sind wir gleich wieder im Heldenmode. Perfekt, Dino. Ja, blau auch noch offen hier. So, bevor ich da aber reingehe, gehe ich wieder zurück. Und da habe ich schnell meinen Heldenmodus dann. Wo war das denn, der Behälterchen? Wo ist denn das? Ach, da. Und darf ich das noch nicht nutzen? Muss er weg sein, oder was? Jetzt? Jetzt. Er musste weg sein. Verstehe. Und jetzt fliegt alles auf den Mund, sag ich dir. Schon gefühlt ein Insider geworden, sodass sie nicht checken, dass was passiert. Denken, haha, ist nichts passiert, du Idiot. Und dann, puff, hängt. Eliminiert. So, wo war das denn jetzt? Da hinten, ne? Hier war das. Oder? Ne, hier war das dann doch nicht. Aber hier auf jeden Fall war noch ein Behälter. Den Kohlemole. Der goldene Behälter, den nehme ich natürlich mit.
Und da kam der Kollege. Hier brauche ich den Spaß. Hier war das. Dann war das hier. Ah, ja, genau. Oh, Schmackofatz. Oh, Schmackofatz. Hat sich gelohnt zu warten. So, aber wie komme ich dann nicht hier hin? Ah, da unten. Ah, ne, ist ein Gegner, der sich da unten verbuggt hat. Ah, man kennt ihn. Bequem da unten, Jungs. Ob ich da auch irgendwie runter kann? Oder ist dann doch der Weg runter? Who knows, ne? Vielleicht ist nach dem Kampf doch nicht gleich vorbei. Aber setzen wir den Spaß jetzt einfach schon mal ein. Klingen wir nochmal gegen ihn gut ist. Genau das meine ich. Dieses. Ah, ist ja bis jetzt nichts passiert. Das war doch so jetzt was passiert. Ah, von da kommen wir, Idiot. Von da komme ich doch. Jetzt ist er verwundbar. Wir haben es jetzt bodenlos ignoriert. Egal, ich lasse es jetzt so. Oder ist er lange verwundbar? Hier bin ich. Ich glaube, wenn er mich nicht sieht. Die Deckung ableben, weil er da keine Angst hat. Kann das sein? Also wenn ich mich hier so verstecke. Scheint zu funktionieren, verstehe ich das richtig? Mache ich das denn richtig? Oder ist es wieder auf Zeit basiert? Verstecke ich mich nochmal? Weil er mich nicht sieht, legt er die Rüstung ab, ja. Anscheinend ist das durchaus wichtig. Aber da hinten sieht er mich ja. Hat funktioniert? Bis jetzt mit Abstand der beste Tod. Da ist er wieder. Das wird sich auch nie wirklich verändern. Wie kann ich die manchen Attacken, die kann ich nicht abwehren? Okay, sowas jetzt hätte ich mich wahrscheinlich verstecken müssen oder so. Aber den Angriff, diesen Piekser, den kann ich doch nicht abwehren. Riesen Spinnenwesen. Goldene Behälter hatten wir nicht alle. Doch, wir haben alle. Ah, da ist die rote Maske, die kenne ich. Die kenne ich sehr, sehr gut. Die hat man am Anfang des Games gesehen.
Gar keine Sinn. Ausgezeichnet, du kannst Hakan besiegen. Du hast Hakan besiegt. Du kannst nun mit Hakans Vulkan spielen. Nice. So, wieder was erledigt. Und das ist jetzt der Boss, der Chef. Machen wir mit dem Chef weiter? Ich hätte irgendwie Bock drauf. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich hier Level 1 war das, glaube ich, sogar. Möchte ich mal kurz mit ihm jetzt selber spielen. Turak und Hakan. Das kann ich leider nicht skippen. Ich glaube, gleich im Kapitel 1 sogar gab es sogar, wo man ihn selbst spielen konnte. Beziehungsweise er hätte gebraucht, müssen tun. Think, John. Think. Ah. Sympathisch. Sympathisch, wirklich. So, da kann ich hier spielen, genau. Sind übel schnell. Ja, geht eigentlich von der Schnelligkeit tatsächlich. Da ist der Blau tatsächlich schneller. Der Schaden geht auch ganz fit. Ja. Ist okay, sag ich mal, ne? Ist jetzt nichts, wo ich sag, krass. Da fand ich den Blauen tatsächlich sogar ein bisschen besser. Muss ich ehrlich gestehen jetzt. Nehmen wir nochmal die Maske. Ist natürlich alle plus. Aber war hier nicht am Anfang irgendwas? War mir nicht recht sicher die ganze Zeit, aber anscheinend habe ich mich doch wieder geirrt. Aber ich darf mich ja auch mal irren, ne? Die ganzen Teile liegen da und ich übersehe sie einfach. Irgendwo, vielleicht war das auch Level 2, ich weiß es gar nicht mehr. War da, das dann noch nicht verwechselt ist, gar mit dem weißen Piraka. Ja, der Schaden geht wirklich fit. Muss ich sagen, der geht okay. Der ist echt okay, der Schaden. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, der Blaue zum Beispiel, der finde ich meiner Meinung nach mehr Schaden gemacht. Aber es ist auch wieder eine andere Liga in dem Sinne. Weil der Blaue hat mehr Schaden. Und hier hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es kein grünes Laser ist, sondern ein roter Laser. Weil es ja ein roten Augen. Da sieht man jetzt mal den Goldmodus, wie der aussieht. Die Waffe hat hier tatsächlich eine Farbe, wie ihr seht. Aber in Original, beziehungsweise halt als Figur und wo er so war, wie er war, hat er das nicht gehabt. Würdest du bitte? Dankeschön. Der Strahl ist schon echt gut. Aber war das nicht irgendwo hier? Irre ich schon wieder? Hier, klar, weiß ich. Dass man das nicht überspringen kann, finde ich ein bisschen blöd. Hätte man auch überspringen lassen können. So, hey, du hast es schon mal gespielt. Kannst jetzt überspringen. Und hier war das mit dem Chef. Dem Endboss, das war nein, dann war das nicht dieses Level, was ich wollte. Hier ist der Behälter und den kann man erst nehmen, wenn wir dann den Boss haben. Den Endboss. 5, das war die 5. Sehr schön. Aber dann gibt es hier nichts mehr. Dann war das ein sinnfreies Level. Aber habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie die Piraka in-game aussehen, wenn man sie selber nutzt. Wie gesagt, der Angriff ist jetzt nichts unbedingt Starkes. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt auch maximales gelevelt. So quasi, der ist eigentlich genauso das Gleiche. Nur er schießt schneller. Meiner Meinung nach. Ja, das sind meine gelernten, beziehungsweise meine gelevelten sogar tatsächlich ein bisschen besser. Meine Meinung.
dass sie sowas überhaupt in den Weg stellen, finde ich eine Frechheit. War denn nicht hier? Ja, hier war der Wasserbehälter. Da gab es wieder ganz viele Teile. Ich hoffe mal, die Teile sind noch da. Ja, genau. Genau so ist es. Das wollte ich jetzt einmal mitnehmen. Müssen wir den ja nehmen, ne? Da war ja was. Zielen und... Hallo! Puff, peng. So, machen wir den mal alle Ende im Gelände. Wir können gleich fortfahren. Jetzt sind wir im Vulkan. So wie Harkan. Dann habe ich mich anscheinend geirrt. Ich dachte eigentlich, ich habe hier irgendwo so einen Kopf gebraucht oder gesehen gehabt tut. Okay, komm, wir kommen nicht mit ihm runter. Schade. Hätten sie eigentlich echt machen lassen können. Das wäre cool gewesen. Es wäre cool gewesen, wenn wir den jetzt so gehabt hätten oder gelassen hätten, sodass man auch mit denen übers Feuer gehen kann, weil er ist ja schließlich auch Typ Feuer. Ne? Wenn ihre Ferestät. Zack. Sympathisch, man kann sich unterhalten. So. Entschuldigung, auch wenn es ungewollt war. Hat ihn aber anscheinend verletzt, so wie der geschrien hat. I'm hurt. I'm falling. And I can't get up. Bin ich jetzt dumm? Keine Antwort. Ah hier, sehr Spaß. It's simple, isn't it? So, und jetzt haben wir den Kampf. Richtig? Richtig. Genau. Haben wir da vielleicht einen Kopf? Nee, ne? Ja, dann war das das zweite Level. Hirn verbrannt. Hätte ich auch gerne mal gespielt, die Kreatur. Ja, da habe ich mich leider vertan. Ich dachte, in dem Level ist es. Hätte ich euch gerne mal gezeigt. Weil wenn wir 100% machen und die Level im Blick sind, dann zeige ich euch das auf jeden Fall. So, machen wir euch alle hier putt. Schaden interessiert uns so gut wie gar nicht. So. Er versteckt sich wieder da hinten. Und Phase 1. Das hat jetzt echt lange gedauert. Auf einmal kriege ich so viel Schaden. Krass. Krass. Bei ihm kann man nicht das gleiche Muster anwenden. Ich habe ihm da tatsächlich einen Schaden hinzugefügt. Macht mir nicht wirklich Schaden, ne? Also im Kreis zu laufen ist anscheinend doch recht nützlich. Interessant, was man so herausfinden kann, ne? Zwei noch.
Wenn ich in der Nähe von ihm bin, macht er diesen Angriff. Aber du öffnest auch schneller die Herzen wieder. Wenn ich erst mal 10 Jahre dumm schießt. Aber jetzt öffne mal hier, jetzt öffne mal, komm. Mach auf den Spaß, mach auf den Axt. So ein Ding ist es. Mit 1 HP überlebt, auf Deutsch gesagt. Rein in den Lachs. Hey, hab ich nicht gewählt. Das finde ich jetzt assi. Ich hätte gern sein Video dazu gesehen, wie das bei ihm aussieht. Kennen wir schon, ne? Man kennt es, jetzt haben wir auch so einen. Wie gesagt, die eine Maske. Gut, jetzt haben wir auch den roten, die rote Spinne. Nehme ich mit. Weitere Teilchen 71.000. Vergiss nicht, ja, ja, ich weiß, aber es gibt nichts, was ich mit meinem Geld jetzt irgendwie kaufen kann, was sinnvoll wäre. Ja, lohnt nicht. Das hätte ich mir gekauft, das, das, das und das. Und der Rest, den kann ich mir alles so holen. Also, so ungefähr 2 Mille. Mehr, ui, 3 Mille ungefähr brauche ich circa. Was heißt circa? Ganz genau 3 Mille. Dann kann ich mal das Laub kaufen. Okay, aber bis dahin, meine Freunde der Sonne, würde ich sagen, das war's wieder für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin, reingehauen, auf Wiedersehen und bye bye.